In Deutschland gibt es jedes Jahr einen Bundeswettbewerb für Mathematik. Und das hier ist eine der Fragen aus der ersten Runde. Schau mal, ob du in die zweite Runde gekommen wärst. Das hier war die Aufgabe: Bestimme alle Triple x, y, z ganzer Zahlen, die die Gleichung x plus y, bla das was hier steht, gleich 3 erfüllen. Man soll also alle Werte herausfinden, die man für x, y und z einsetzen kann, sodass diese Gleichung hier aufgeht. Ein Trick, um das zu lösen, ist jetzt folgender. Man nimmt diese Gleichung mal 2. Dann kommt das hier raus. Das sieht jetzt erstmal nicht leichter aus, aber man kann das super zu binomischen Formeln umformen und dann sieht das Ganze so aus. Und das erleichtert uns jetzt schon wirklich viel. Wir wollen ja nämlich ganze Zahlen als Ergebnisse und wir können jetzt überlegen, okay, welche ganzen Zahlen zum Quadrat und dann miteinander addiert ergeben denn 6? Und da gibt es nur eine Kombination, die möglich ist. In zwei der Klammern muss eine 1 rauskommen und in einer der Klammern muss eine 2 rauskommen. Dann hat man 1 Quadrat plus 1 Quadrat plus 2 Quadrat und da kommt 6 raus. Ein mögliches Lösungstrippel wäre dann x gleich 1, y gleich 0, z gleich 2. Denn hier haben wir dann 1, hier haben wir minus 2 und hier haben wir 1 und das zusammen sind dann 6. Schau mal, ob du mit dem Wissen jetzt auch ein paar andere Lösungen herauskriegst und schreib die mal in die Kommentare. Übrigens mitmachen kannst du leider nicht mehr, der Einsendeschluss war der 6. März, aber wärst du in die zweite runde gekommen? mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.